Wie heißt du? Linus. Okay, also ich hab jetzt irgendwie vorhin so kurz drüber geguckt auf dein Namensschild und ich dachte, Linus Heckermann, das ist irgendwie so ein Pseudonym irgendwie. Ich heiße tatsächlich Linus Heckermann und online heiße ich dann Linux Heckermann, weil muss also, ja, okay. Aber. Okay, sehr gut. Okay, wir sind jetzt hier beim NixOS-Stand und wir haben hier sogar einen waschechten Linus, ja, oder Linus. So, deswegen bist du jetzt die perfekte Person, die mir das jetzt beantworten kann, die Fragen. Also allgemein würde ich jetzt mal fragen, was ist denn NixOS überhaupt für eine Distribution? NixOS ist eine Linux-Distribution, die auf dem Nix-Paketmanager aufbaut. Die erlaubt es, eine vollständige Bauanleitung für das System zu haben, aus der man immer wieder das gleiche System kriegen kann. Sei es denn, um auf einem neuen Laptop nochmal das gleiche zu installieren oder 300 Server mit derselben Software-Config zu bauen oder auch Installer-Images, die man auf einen USB-Stick schreibt und bootet oder auch Netboot zum Beispiel. Reproduzierbarkeit steht quasi im Vordergrund. Genau. Für wen ist das relevant? Das ist für alle relevant, die sich die Zeit antun möchten, die man da reinsteckt. Es ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber damit kann man viel Zeit sparen, indem man Config zusammenfasst mit der Software, die installiert sein soll. Ja, es vereinfacht Deployment von Software in vielen verschiedenen Anwendungsfällen. Genau, also ist das dann vielleicht auch speziell noch für Entwickler irgendwie relevant oder für wen ist der NixOS dann gedacht? Ja, ich glaube, das ist... kann schon vor allem für Entwickler relevant sein, weil man halt auch dann seine Config als Code schreibt und nicht in den App Store geht und installieren klickt, um Software zu installieren, sondern diese Software in die Config reinschreibt und diese Config dann baut. Ja, es ist sehr sinnvoll für Entwickler oder auch für Leute, die Server betreiben, weil man durch die Eigenschaften des Nix-Paketmanagers kann man zum Beispiel auch problemlos ein Rollback machen, wenn man die Config vermasselt hat, dann kann man problemlos in einem Schritt auf die alte Config zurückwechseln. Selbst wenn man das System mit dem Fehler unbootbar gemacht hat, kann man eine ältere Generation auswählen im Bootmenü und das Funktionierende wieder haben. Das baut jetzt auf den Nix-Paketmanager auf. Den gibt es ja aber auch für andere Betriebssysteme, glaube ich. Wie kann man sich das vorstellen? Weil macht doch eigentlich jetzt für mich nur in einem Kontext von der Linux-Distribution Sinn. Wie funktioniert das? Da Nix nicht einen gemeinsamen Präfix verwaltet, also zum Beispiel unter Debian hat man apt und alle Pakete landen in /user/bin, da landen ihre Binaries und unter NixOS landet jedes Paket in einem eigenen Präfix, was eine starke Isolation zwischen den Paketen voneinander und von dem Host-System auch erlaubt. Deshalb kann man den Nix-Paketmanager auch auf anderen Linux-Distributionen benutzen und auf macOS. Windows ist noch ein bisschen schwierig. Mit dem Subsystem for Linux kann man gewisse Sachen damit schon machen, aber also ich kenne mich mit dem nicht so genau aus. Windows benutzt eh niemand, also von daher, also ist egal. Ja. Aber ja, auf verschiedenen Linuxen und auf macOS geht das ziemlich gut. Okay. Und damit kann man sich dann zum Beispiel eine reproduzierbare Entwicklungsumgebung holen, die dann über ein Team, wo einer Ubuntu, einer Arch und einer NixOS benutzt, da haben dann alle halt trotzdem die gleiche Software und wenn jemand ein Problem hat, dann ist es hoffentlich kein Fall von Works on My Machine, sondern alle drei verschiedene Distributionen weisen das gleiche Problem auf, was auch wieder auf diese Reproduzierbarkeit zurückkommt. Welchen Vorteil hätte es dann theoretisch, denn NixOS zu benutzen, statt eine Linux-Distribution plus Nix-Paketmanager? Gibt es da noch irgendwelche Extras, oder? Ja, mit NixOS wird die ganze System-Config zu einem Paket sozusagen. Und da kann man dann halt deklarativ konfigurieren, was Dinge von einer Nginx-Config, was alles für Reverse-Proxies eingerichtet werden sollen. Da ist die Let's Encrypt-Integration auch sehr einfach, wenn man HTTPS haben will. Diese deklarative Config für systemweit ist halt nur auf NixOS anwendbar. Okay. Also so ein bisschen wie Git für ein Betriebssystem, könnte man es vielleicht irgendwie so? Gewissermaßen. Das System wird aus dem
Quellcode gebaut, der Config-Datei. Und diesen Quellcode kann man wunderbar mit Git versionieren zum Beispiel. Das Release-Model, ist das dann irgendwie wie, kann man das überhaupt kategorisieren? Irgendwie in Rolling oder Stable oder sowas? Oder? Ja, es gibt in der Regel immer ein stabiles NixOS-Release, wo Paket-Updates nur reingeholt werden, wenn die Sicherheitsbugs oder andere kritische Bugs fixen. Und es gibt den Unstable-Kanal, wo jederzeit Breaking Changes eingeführt werden können. Es gibt alle 6 Monate ein neues Stable-Release und ja, es heißt Unstable, manche präferieren den Begriff Rolling. Der Vorteil von Stable ist, dass man halt nur alle 6 Monate garantiert die Config ändern muss, um irgendwelche Änderungen an den Schnittstellen zu berücksichtigen. Aber grundsätzlich, ja, man kann Unstable folgen und wenn irgendwas in einem Update schiefläuft, halt ein Rollback machen. Da ist dieses Unstable bezieht sich halt vor allem auf die Kompatibilität mit existierenden Configs und weniger auf die Stabilität des Systems an sich. Welche Desktop-Environments werden geshippt? Also ich glaube, das ist ja dann mit KDE und GNOME. Gibt es da noch andere oder wie läuft das? Also ich weiß nicht alle. Ich weiß, dass wir haben Plasma von KDE und wir haben GNOME und wir haben glaube ich auch Pantheon, was für Elementary OS entwickelt wurde, wenn ich mich richtig erinnere. XFCE ist auch dabei. Also die üblichen sind glaube ich alle da. Gibt es denn Distributionen, die dann noch auf NixOS aufbauen? Bei NixOS ist es dann auch immer eine Frage, ab wann ist es eine eigenständige Distribution, ein Fork? Ich glaube, das ist vor allem eine Frage des Brandings, weil man schreibt sich halt konfigurierbare Module und ja, man muss sich halt entscheiden, ob man es als getrennte Distribution betrachtet. Es gibt zum Beispiel eine Distribution, die heißt Snowflake OS. Das basiert auf NixOS und benutzt auch dasselbe Binary Cache, also Paket-Repository zum Beispiel. Ist so ein Experimentierfeld für bessere User Experience, vor allem für Anfängerfreundlichkeit, dass da GUIs entwickelt werden, mit der man die NixOS-Config verwalten kann. Das betrachtet sich so ein bisschen als eigene Distribution, die auf NixOS aufbaut. Ansonsten gibt es noch Geeks, was ein eigener Paketmanager ist, der aber auf den Konzepten und ursprünglich auch auf dem Code von Nix aufgebaut hat. Das ist definitiv eine eigene Distribution, aber bietet viele von den gleichen Konzepten an, aber in einer ganz anderen Umsetzung mit Guile Scheme statt, also einem Lisp statt der eigenen Nix-Sprache, die man bei Nix hat zum Beispiel. Genau, nächstes Update, wann steht das dann an? Das nächste Release dürfte 24.5 sein, also im Mai. Ihr seid ein bisschen verschoben, einen Monat. Früher war es immer 3 und 9, also im März und im September. Das haben wir dann irgendwann verschoben, um besser zur Release-Schedule von verschiedenen Desktops zu passen, vor allem GNOME, glaube ich. Jetzt würde ich dich jetzt als Linus jetzt nochmal fragen, oder Linus, was machst du denn bei NixOS? Bist du jetzt hier als User nur oder auch als Entwickler, oder? Bei Nix ist der Sprung von User zum Entwickler sehr schnell gemacht. Ich habe 2016 angefangen, NixOS zu benutzen und innerhalb von 3 Wochen meinen ersten Pull-Request gemacht. Aber ja, wie gesagt. Also die Einstiegsdroge zum Distribution-Entwickler quasi so. Genau. Okay. Ich war damals sehr begeistert davon, bin dann auch dem Nix-Ruf gefolgt in meiner Karriere, deshalb wohne ich jetzt auch in München, beziehungsweise überhaupt in Deutschland. Ich habe mich letztes Jahr selbstständig gemacht und biete Support beziehungsweise Fortbildung im Bereich Nix an. Aber bin auch privat vor allem begeisterter NixOS-Benutzer. Okay. Also du bist dann da richtig tief drin dann irgendwie? Ja. Okay. Wie siehst du denn die Zukunft dann von NixOS? Gibt es irgendwelche Knackpunkte, die irgendwie verbessert werden müssen oder läuft alles? Oder was steht da für die Zukunft von NixOS an? Ich glaube, die Kompatibilität mit Software, deren Annahmen von Nix gebrochen werden, ist halt immer das Schwierige im Bereich NixOS. Ich glaube, da kann man vor allem diese Werte vorantreiben. Das wird auch unabhängig von NixOS gemacht, von der Reproducible Builds-Initiative. Da ist extrem viel wertvolle Arbeit passiert, die sowohl Nix als auch anderen Ökosystemen zugutekommt. Ja, ansonsten, wir haben schon eine sehr breite Abdeckung von Software, die in Nix-Packages vorhanden ist, die man unter NixOS leicht benutzen kann. Aber man kann immer noch mehr paketieren.
die Nutzerbasis quasi ausweiten, weil so ziemliche Kenntnisse ja quasi da sein müssen, um das zu konfigurieren. Ist ja grundsätzlich eh schwierig oder versucht es trotzdem irgendwie, wie setzt ihr das an? Ich würde sagen, das ist, da passiert nichts komplett Systematisches. Es gibt verschiedene Gruppen, die auf ihre eigenen Weisen versuchen, Adoption voranzutreiben. Manche haben weniger Interesse daran. Ich glaube, wir sind aktuell an einem Punkt, wo sehr viele Leute das neu entdecken und davon begeistert sind. Apropos das Neuentdecken, wodurch kam das? Weil ich glaube, vielleicht einem halben Jahr oder so war das, glaube ich, irgendwie so ein bisschen gehypt. Gab es irgendwie einen Grund dafür, oder? Es gibt einige Firmen oder so, die NixOS benutzen und die das auch promoten wollen und dementsprechend daran arbeiten. An sich gibt es Nix schon sehr lange. Also das Projekt wurde 2003, glaube ich, angefangen. Und NixOS gibt es seit 2005. Aber jetzt sind wir, glaube ich, an einem Punkt, wo immer mehr Leute erkennen, wie NixOS ihre konkreten Anforderungen löst oder Probleme, die sie haben. Der Durchbruch einfach irgendwie. Ja. Danke fürs Interview. Danke auch.